Ja, wir gasen ein bisschen aus, ne? Deshalb rede ich wieder schneller und kann schon viel besser reden, ne? Jetzt ist 17:56 Uhr, ich muss immer zu unterbrechen. Der erste Dritte, man lässt uns nicht nach Hause, ne? Wir sind immer noch draußen. Ich habe heute sehr, sehr viele Kurzvideos gemacht und hoffe, dass wir so loslaufen. Unwahrscheinlich sind sie die Wahrheit. So, ich möchte es nochmal eindeutig sagen, also die Gerichte, ne? Sie hören da, was ich da für eine Angst hatte und was ich aufstehen musste, die ganzen Psychosen und so. Das ist unwahrscheinlich, das lasse ich mir einfach nicht gefallen. Also auch die Gerichte und so, was ich hier erlebt habe mit diesen Richtern und so und was hier gelaufen ist und wie meine Frau eingesperrt wurde und dort getötet werden sollte und ich da vor der Tür erschossen werden sollte. Bloß den habe ich natürlich angeguckt und so. Und das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Geheimdienste werden das ja berichtigen können und so. Ich hatte so zu tun, ich musste mich so zusammenreißen. Man wurde so ausgebildet, man wurde so gedrillt, wenn man im Lauf von der Waffe guckt, dass man angreift, dass man die erledigt. Das war nur die deutsche Uniform, die mich gestoppt hat. Und ich war total voll Narkotika und Drogen und so. Das kannst du dir vorstellen, wie ich dagegen aufhören musste, den Polizisten in Uniform, weil ich den nicht tun wollte. Das sage ich den anderen auch noch. Haben Sie ein Glück, dass die in Uniform waren? Ich hätte mich nicht zurückhalten können. Also dafür kann ich nichts. Dann hätten Sie 5 tote Polizisten gehabt. Das will ich mal eindeutig sagen, ne? Fragen Sie mal diese beiden, wie die sich dabei angestellt haben. Sie möchte dazu nichts sagen. Was bilden Sie sich ein? Sie können gar nichts. Und hören Sie auf, mich herauszufordern. Und ich bitte nochmal das Ausland. Ich bitte Sie, uns hier zu helfen, weil es ist nicht normal. Ne? Es ist nicht normal, was Sie mit uns abziehen. Und Sie sehen ja, ich habe das Zeug jetzt bei dem Wind ein bisschen ausgeatmet. Ne? Jetzt kann ich wieder ein bisschen besser reden. Und ja, es ist schlimm, was man mit hier macht. Ne? Weil das sind die Reaktionen, weil der Laie muss sich ja vorstellen, wenn Sie Medikamente nehmen, beispielsweise ein Psychopharmakon, dann stoppt das ja, dann greift das voll in den Regelkreislauf ein vom Körper. Und wenn Sie gesund sind, haben Sie genau das, was gegen das es eigentlich sein soll, weil es ja genau die Schaltstellen nimmt. Ich kann das im Moment noch nicht so richtig ausdrücken, weil ein bisschen benebelt bin ich natürlich, ne? Weil das geht da nicht raus, das dauert ja ewig, ne? Es dauert Stunden, es dauert 24, na, ich möchte dazu nichts Genaues sagen, weil ich möchte keine anderen informieren. Es dauert jedenfalls viele, viele Tage und Stunden, bis wir das überhaupt raus haben. Und genau das bewegt es. Genau das ist es. Genau so ein Psychosen ist man immer ausgesetzt. Genauso muss ich immer auf der Hut sein. Ich verstehe nicht, dass die heute so dämlich waren, das alles gemacht haben. Ich verstehe das einfach nicht. Weil sie wissen, dass ich aufpasse. Sie wissen, dass wir erst gar nicht losgehen, wenn irgendwas ist. Dann bleiben wir lieber zu Hause. Sie wissen, dass meine Frau sich opfert. Die kann nicht sagen, weil die ist noch total benebelt. Und sie wissen, dass ich da total einen klaren Kopf behalten darf. Damit ich uns schütze, damit ich alles mache, damit ich, meine Frau kam ja nicht raus, ich musste meine Frau anschreien, damit sie rauskommt, weil sie ist total benebelt gewesen. Und wenn Sie sich das angucken, die standen extra neben mir, die sind total von dem Zeug. Und ich habe aufgepasst, dass ich einfach so die Tür aufmache, damit da ein bisschen Wind reingeht. Da geht natürlich kein Wind, die haben natürlich alles zu. Das war ganz, ganz schlimm und der Laden war leer. Die wollten unbedingt was erwarten. Deshalb musste ich sie kurz rausholen und Sie sehen auch, wie der kurz weggeht, er braucht neue Anweisungen. Ob er nun abkassieren soll und so, und dann haben sie sich wenigstens nicht mehr getraut, nicht abzukassieren. Der sollte nicht abkassieren. Eindeutig. Und das ist, also mit dem haben wir ja schon was durch, das ist sagenhaft. Und gucken Sie sich an, hier diesen Shakes von der Nutte. Ich habe ihn da Shakes getauft, ich weiß nicht, wie er heißt und so. Gucken Sie sich an, der hat auch schon zugehauen, der hat schon zugetreten. Gucken Sie sich an, mit solchen Hampelmännern, mit solchen absoluten geistigen Nullen, die nichts können, muss ich mich auseinandersetzen, ne? Ja. So, und ich sage nochmal die Gerichte. Sie hören, was ich für eine Schmerzen hatte. Sie hören, was ich gefühlt habe. Ich habe das dann gleich gesagt, was ich hatte. Mir ist das sehr peinlich und so. Ich bin kein Held. Egal, was ich für eine Ausbildung hatte oder so. Und ich bin absolut nicht für die Gewalt. Na, wir werden das ja alle noch vor Gericht kennenlernen. Dann werden Sie mal sehen, was ich für ein schönes Samurai-Schwert schwing. Also das ist auch sehr schön scharf, wie ich auch die Schärfe der westlichen Geheimdienste kennengelernt habe. Die Russen und so, die sind alle ein bisschen plump, ein bisschen doof. Die nehmen eine Machete, aber andersrum, die noch in der Scheide steckt. Ne? Eine Machete für einen, der es nicht kennt. Mit Macheten schlägt man Urwald frei und so. Und spaltet auch mal eine Kokosnuss und so und alles sowas. Ne? Aber so ein Samurai-Schwert, Mann, das geht durch Seide. Das wirft man hoch hier. Ich denke daran hier, wie sie diesen Fetz gemacht haben mit diesem Schwert Bodyguard hier. Einer meiner Lieblingsfilme, weil ich auch so eine ähnliche Ausbildung hatte. Hier haben sie ganz gut gemacht. Ne? Denken Sie daran, wie scharf so ein Schwert ist. Ne? Und gehen Sie davon aus, dass mein Schwert auch noch so scharf ist. Und ich lasse mich hier bestimmt nicht herausfordern. Ich möchte allen anderen nochmal sagen, die können mich geistig nicht erfassen. Deshalb haben sie so eine Probleme. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit.